Ey, Jungs. Ja. Video fängt an. Lama Squad. Lama Squad. Lama Lama Squad. Squad. Tada! Buchse sind so gut aufgefüllt, dass Gongster glatt Belohnung vergessen. Fremdling kann neben Gongster Sorgen machen, ob es später wieder rauskommt, aber das Problem für Zukunft ist Gongster. So, dann gehen wir jetzt von oben nach unten durch und holen die ganzen Steine. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Nein, nein, nein! Oh. Toll. Der springt aber da auch irgendwie nicht dran. Ich meine, ich habe natürlich eine Idee, wie ich das machen könnte, aber es wäre hilfreicher gewesen, wäre Ahsoka dann mitgekommen. Ich glaube nämlich nicht, dass Mando sich da hochziehen kann. Aha. Ah ja. Hoch, hoch, rechts. Oh.
Maul. Das ist ja natürlich runtergefallen. Ja, danke für nix. Ah, das kommt wieder runter. Perfekt. Ja, geh doch hoch, da Junge. Hä? Was soll denn der Scheiß? Ey, das ist doch Schiebung. Schiebung. So ist es natürlich einfach. So, da muss ich hin. Ah ja. Hätte das nicht in der Theorie auch Babu Frick machen können? So, holen wir uns erstmal hier das Passwort, würde ich sagen. Ja, oder auch nicht. Dieser Ort ist voll von den erstaunlichsten Schmuckstücken. Ich wollte eine Route einrichten, um einen verlorenen Küberstein zu erreichen. Aber ich entschied, das ist selbst für mich zu gefährlich. Du kannst es gerne versuchen, aber tu mir den Gefallen und sei vorsichtig. Das Einzige, was noch umständlicher ist, als durch dieses Wrack auf der Suche nach Schätzen zu klettern, ist die Rettung von Schrottsammlern, die beim Klettern durch dieses Wrack auf der Suche nach Schätzen gescheitert sind. Aha. Ja gut, ne? Ich würde ja gern was aktivieren, wenn es dann gehen würde.
Können wir halt mit den Beinen auch mal hier durch. Ah ja. Zimmer 327. Okay, ihn kann ich scheinbar nicht mehr wechseln, ja, chillig. Bauen wir uns halt noch einen Schrottsammler rein. Kurz einfach switchen und gut ist. Easy. So, jetzt müssen wir in der oberen. Was in der oberen? Ja, hier war das. Gehen wir jetzt hier hin. Jetzt kann ich ihn noch wechseln. Ach so, ja, na klar. So. Zimmer 327. Meine Beine. Was macht dieses Monster mit euch? Meine wunderschönen Beine. Habt ihr mich vermisst? Ja, ganz bestimmt, meine Lieben. Protokollprobleme. Meine Beine scheinen ein wenig enger zu sitzen, als ich es in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich seit dem letzten Tragen ein oder zwei Schraubengrößen zugelegt. Hundertprozent, perfekt. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Dann kommen wir jetzt wieder raus aus dem Todesstern. Wollt ihr irgendwo anders hin? Wir besorgen euch sofort eine Transportmöglichkeit. Absturzstelle. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Auch im übertragenen Sinn. I could be blue, I could be brown, I could be blue, I could be violent sky, I could be purple, I could be purple, I could be however you like.
Ja, ich fahre einfach durch die Welle durch, ne? Willkommen auf Catbeer. Ja. Abgesehen von dem gigantischen Denkmal an das alte Imperium, ein ziemlich entspannender Ort. Gut, auch zum Riebenkampf. Apropos, wir tauschen noch das Luftschiff aus. Das hier hatten wir zuletzt bekommen. Es wundert mich, dass das da nicht mehr steht. So. Moin. Zurück von der Schrottplatzjagd? Was? Lass mal sehen, was du hast. Ja, das scheint genug Schrott zu sein, um einen kämpfenden Druiden zu bauen. Nicht zu verwechseln mit einem Kampfdruiden TM. Du weißt schon. Für so einen Hackmeck habe ich nicht den richtigen Anwalt. Deine nächste Aufgabe ist es, den kleinen Kerl zusammenzubauen. Du baust sicher nicht zum ersten Mal. Also werde ich dich nicht dabei stören. Ruf mich einfach, wenn du fertig bist. Okay. Er war ein blauer Mausdruide. Ist dein Verschrottungskommando bereit für die Schlacht? Dann lass das Gemetzel beginnen! Willkommen zu einer weiteren aufregenden Runde von Kevin Botkampf! In dieser Ecke haben wir unseren amtierenden Champion, der flotte Verschrotter Jakku, mit einem Gewicht von einigen Punkten. Der Katastrophonator! Der Katastrophonator. Palpatine, ah ja. Imperator Palpatine. Ich mag keine neuen Sachen. Piloten, begebt euch zu euren Druidenkontrollpulten, damit der Kampf beginnen kann. Ein Protokolldruide, ja? Nehmen wir mal RA7. Ja, wenn die Schüsse treffen würden schon. Als wenn das jetzt was bringen würde, hier Verstärkung anzufordern. Bam. Hat's geschafft! Imperator Palpatine gewinnt! Unglaublich! Komm rüber und hol dir deinen Preischeckchen! Cool. War eigentlich ein echt geiles Minispiel, muss ich sagen. Dein kleiner Druide hat eine ziemliche Show abgezogen. Was hältst du davon, Profi zu werden? Sicher, man wäre monatelang unterwegs und würde seine Lieben kaum sehen. Aber denken an den Huhn. Ha, ich veräpple dich nur. Es gibt keine Profiliga.
Es ist alles nur freundschaftliches, lokales Robotergeklöpper. Ich sollte anfangen, unsere gefallenen Freunde hier zu verarzten. Nochmals, vielen Dank, bitte schön. Cool. Kevbiers Botkamm. K3R1, so. Nice, was fehlt jetzt hier noch? 90% haben wir, was fehlt denn noch? Zwei Steine, ein Charakter, okay. Ja gut, hier der Stein, ne? Gucken wir mal, ob wir hier Nebenaufträge. Wanderung in Hoffa. Das müssen wir noch machen. Ah ja. Hier gibt es irgendwo einen Schatz. Zumindest laut einer Notiz, die am Strand angespült wurde. Da hinten wahrscheinlich, ne? Warum sollte es sonst sogar leuchten? Da leuchtet auf jeden Fall sehr verdächtig nach Stein. Frage ist nur, wie kommt man da dran? Aber man muss auf jeden Fall hier rein. Irgendwie bin ich gerade überfragt. Vielleicht irgendwas hin oder so?
Also gerade verstehe ich das irgendwie echt nicht, Leute, wie wir da jetzt rankommen sollen. Naja, dann fliegen wir halt erst nach Hoth, würde ich sagen. Dann fliegen wir jetzt nach Hoth und dann machen wir dieses komische Wampa-Ding. Ich kann ja auch einfach hier gucken. Puzzle. Der Schatz ist eine... Ein paar Schrotzlammer ist fest davon überzeugt, dass das Wrack irgendeinen Hinweis zu einem Schatz auf dem Festland enthält. Klingt unwahrscheinlich, aber hier schon... Aber hier sind schon verrückte Sachen passiert. Wenn du die beiden Spaten siehst, hilfst du ihnen wohl besser. Gut, dann machen wir das. Müssen wir hier rein, oder was? Wrack des Todes, Stern 2. Interessant. Gute Fahrt. Heißt, wir waren da doch noch nicht fertig, oder wie? Na toll. Falsche Richtung, wir müssen irgendwie da lang eigentlich.